Jetzt hören wir Josephine Brinkmann von den Piraten. Sehr geehrtes Jugendlandtagspräsidium, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauer auf der Tribüne und im Livestream. Bevor ich genau auf die Forderungen meiner Partei eingehe, möchte ich noch Bezug auf meine Vorredner nehmen. Wir fragen uns als Partei, warum kein Test, kein Abschluss? Wir fragen uns, wie eine Studienvergabe so auch praktisch funktionieren soll. Es gibt schlicht nicht genügend Plätze für die Studierenden. Und vor allen Dingen aus finanziellen Gründen sehen wir das nicht möglich. Wir denken, wir müssen hier realistisch denken. Man kann ein Auswahlverfahren nicht in Form von Test oder Abitur nicht außen vor lassen. Wir meinen, dass der NC trotzdem noch enthalten bleiben soll, vor allen Dingen in den 20%, die es jetzt schon sind. Wir meinen, dass mit einem guten NC man nicht nur eine umfassende Allgemeinbildung beweist, sondern ebenso Wille, Durchhaltevermögen und Leistungsbereitschaft, die für ein Studium nötig sind. Das Kriterium des NCs lassen wir allerdings in den übrigen 60%, das für die ADHs übrig bleibt, ebenso wie die Wartesemester der Bewerber außen vor. Wir fordern also, dass es einen Qualifikationstest zur Vergabe von 60% der Studienplätze einer Hochschule und Universität geben soll. Wir sehen nur darin gegeben, dass es eine Chancengleichheit für alle Bewerber gibt. Diese Tests sollten unserer Meinung nach teilweise standardisiert und teilweise hochschulspezifisch sein. Wir sehen dafür eine dreigeteilte Überprüfung der Qualifikation vor. Als allererstes und als größter Punkt soll das Fachverständnis der Bewerber getestet werden. Es soll ihr Hintergrundwissen, das für das Studium benötigt wird, abgefragt werden. Als zweiten Punkt finden wir sehr wichtig die persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften des Bewerbers, die für den möglicherweise angestrebten Beruf nach dem Studium wichtig sind. So zum Beispiel nimmt man mal ein Medizinstudium, für das man einerseits natürlich fachlich qualifiziert sein muss, um den Beruf überhaupt ausführen zu können, andererseits aber die soziale Komponente auch so wichtig ist, weil man mit dem Patienten jeden Tag in seinem Beruf umzugehen hat. Als dritter sehr wichtiger Punkt sehen wir auch das soziale Engagement der Bewerber, das zum Beispiel in fachbezogenen Praktika auch oder in Berufserfahrung zusätzlich gezeigt werden kann. Wir sind der Meinung, dass die Bewerber dadurch ihre Bereitschaft und die Erfahrung, die sie schon mit ins Studium bringen, ausdrücken können. Alle diese Tests sollten unserer Meinung nach studienfachabhängig sein. Das bedeutet, dass jedes Studienfach seinen speziellen Test bekommt, dass zum Beispiel ein Mathematiker nicht die gleichen sozialen Fertigkeiten benötigt wie ein Pädagoge, dürfte offensichtlich sein.